Sie an, sie an. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Oh ja. Geiles Stück DNA, danke schön. Danke schön. Naja, zumindest werde ich gezogen, das ist mein Service. Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasst den Sterblichen. Ich verspreche euch. Hallo. Das ist der Knall. Lass mich sehen. Du meinst... Schnauze alle beide! Was? Beruhigen Sie sich. Ihr wollt doch bloß allein mit dem spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschmeißt wäre. Werd doch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Ha. Lycans und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du hörst, Ethan Winters. Los Ethan geht's. Winters. Nein! Warum er jetzt dafür auf den Boden schlagen musste, weiß auch keiner. Ich fühle mich gerade ein bisschen unter Druck gesetzt. Drei, ganz bisschen. Zwei. Eins. Okay. 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 Verfluchter Mist. Yeah. Gut. It happens. Lauf. Hello. Woohoo. Shermona. Hey, hi. Whoa, hi. Oh, whoa, hi. Bin noch weg. Oh Gott, au, 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 Gott. Oh. Okay, wollte nur gucken. Ich wollte nur gucken, nicht anfassen, alles gut. Schläge auf den Hinterkopf soll das Denkvermögen erhöhen, nicht auf die Seite. Oh, von vorne auch nicht. Au. Erstmal schön rutschen. Noch beeindruckend. Ach, shit. Okay. Okay. Hi, Freunde. Wuhu. Hey, lasst mal ein Follow da. Hier, was los da bei euch? Okay, Moment. Ich geh da mal weiter. Bescheid. Oh. Shit. Rutschpartie, yes. Guck mal hier. Oh Gott, wie nett. Beachtlich. Die hier könnte ich warten, oder? Hier ist alles cool. Sorry für den Text-Rage.
mag den Penner nicht. Ich mag den Penner auch nicht. Stehen einfach zu viele Mädels drauf. Das lenkt von mir ab. Das wäre doof. Yes. Das stimmt soweit. At Dortmund Freak. Das stimmt soweit. So. Naja. Mensch. Oh, vor allem stell dir mal vor, wie kühl das gerade hier ist. In der Höhle. Oder? Ich meine, das ist nicht nur Winter, es ist ja auch noch Höhle. Ist ja nochmal kälter. Ist ja geil, oder? Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Jetzt gibt's ein bisschen Gehacktes, Freunde. Darf's noch etwas mehr sein? Hat er gerade gepupst? Hat er gerade so angehört? Oder war ich das? Kleiner Spaß. Was? Warte, haben die vielleicht Rose? Vor allem Lucky Us, ja, keiner hat sich so, keine Ahnung, in der Pflicht gesehen, mich zu entwaffnen. Ja, die haben mir, alle meine Sachen haben die mir einfach in meine Tasche gelassen, weil sie dachten so, hey Mensch, easy. Um Heidelberg auch nicht? Ja, ich wollte gerade sagen, also. Und vorhin hatte Steffi auch gesagt so, hey Mensch, Chris, Heisenberg-Cosplay, when? Ich würde eher sagen, dass der Heisenberg ein schlechtes Grizzlybär-Cosplay macht. Und das schon die ganze Zeit. Yeah! So selbstbewusst soll man mal sein, ne? So selbstbewusst. That's important. So, jetzt kommen wir auch mal hier weiter. Ich sag ja, eine Wohnung in einer Höhle, der Luxus. Ja, vielleicht musst du dann irgendwie, keine Ahnung. Wir haben ja letztens noch Gollum gespielt. Ja, vielleicht ist der ja auch noch Single. Der hat eine schöne Höhle. I don't know. Oh, schöner Mechanismus. Guck dich das an. Guck dich das an. Sieht das nicht cool aus? Mm. Fancy, oder? Fancy. Golle. Yes. Golle. Und mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Blöde Korrektur. Yeah. Ja, hallo. Grüße. Also denen hat bestimmt der Sommer auch nichts mehr an. Oh, Moment, 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 Moment. Ich muss kurz nachladen, einen Moment, so. Oder sind jetzt, oh, das sind mehrere. Kriege ich die? Ah, shitty fuck. Pisser! Vogel, danke schön. Hä? Ach, das ist ein Kopf. Ich dachte, es wäre auch noch einer. Haha, never mind. Ich hab gedacht, es wäre auch noch ein Vogel. Naja, ich sag ja, die Brille auf meinem Kopf. Auf meiner Nase wohl eher. Auf meinem Kopf sieht es echt ein bisschen doof aus. Ja, aber auf meiner Nase ist durchaus gerechtfertigt. Kostenlos bei Epic? Ist das nicht immer... nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Wir gehen mal weiter, Freunde. Let's... Oh, jetzt kommt das... Jetzt kommt... Also, mein persönlicher Favorite. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Vollkommen richtig. Der Duke ist mein absoluter Favorite. Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Nicht? Doch. Ja, sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Everything. Willkommen, so. Ethan. Da ist ein Geschenk für dich angekommen. Oh, Geschenke? Geschenke nehme ich immer. Warte mal, wo denn? Achso, hier. Wahrscheinlich die Munition und so weiter, ne? Also kann ich mir das erstmal holen? Achso, also 30. Guck mal, so. Ich kann nicht... Oh, shitty fuck. Warte mal, so. Also muss ich mir erstmal kaufen. So, jetzt nochmal kaufen. Hallo? Habe ich keinen Platz mehr? Ah, ich kann ja jetzt, das wäre natürlich jetzt noch ein bisschen fancy, oder? Ich glaube, ich habe sogar die, aber die macht so gut wie keinen Schaden. Was ist das für eine? Was ist das für eine? Ach, das war die Raketendingens, ne? 1500, könnten wir uns leisten. Könnten wir uns leisten, Freunde. Ich glaube, die ist ganz lustig. Nehmen wir mal mit. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Ja, der wusste das, Freunde. Der wusste das. Warte mal, ich muss ja mal schauen, dass ich was verkaufe. So, Kristallfragmente brauche ich nicht. Kristalliner Schädel brauche ich auch nicht. Munition sowieso nicht. Alles wegkloppen. Raketenpistole.
Ein Raketenwerfer von der Größe einer Pistole feuert spezielle Raketenpistolenmunition, die beim Einschlag explodiert. Die macht nur fucking 500 Schaden. Das ist doch nichts. Okay, erstmal verkaufen. Billiger Plunder? Na schön. Günstig. Ich würde sagen günstig. So, wollen wir jetzt erstmal... Wobei, ich kann hier nochmal Dietrich und Dingens kann ich nochmal mitnehmen. Jo, gut. Bisschen mehr Platz ist bestimmt nicht verkehrt, oder? Komm, wir nehmen einfach ein bisschen mehr Platz mit. Das ist ein sehr gefragtes Produkt. Ein sehr gefragtes Produkt. Sehr schön. Die ist aber... wobei, geht eigentlich voll klar. Wo packt man die denn hin? Mach mal auf 1, oder? Fuck it. Hallo, mach auf 1. Da. So, perfekt. Auf Wiedersehen. Wow. Das sieht ja aus wie so eine... Das sieht mir aber gar nicht wie eine mächtige Waffe aus. Das sieht mir eher aus wie so... Keine Ahnung. So ein neues Feature zu Silvester. Seht ihr das? Das ist doch kein Raketeneinschlag. Das ist eine fucking Feuerwerksrakete. Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, muss ich dazu sagen. Naja, machst du nichts. Feuerwerkwaffe, yes. Ja klar, dass sie so wenig Schaden macht. Naja. Mal gucken, vielleicht sieht es ja cooler aus, wenn ich irgendwie einen Gegner treffe. Dass der dann plötzlich so... Muss hier sein? Ja, man weiß es nicht. So, gucke mal. Die drei Mädels, die erwarten uns hier im Schloss. Ist das nicht geil? Kinderpistole? Ja, irgendwie schon, ne? Also, vor allem, die schießt auch nicht schnell oder sowas. Also, wir halten fest, die schießt nicht schnell. Sie sieht nicht geil aus. Sie macht nicht viel Schaden. Gibt's irgendeinen Vorteil von dieser Waffe? Man weiß das immer nicht, ja? Man weiß das immer nicht. Drei Töchter, Bela, Cassandra und Daniela. Wisst ihr Bescheid? Mach ich hier noch ein bisschen was looten? Also für so Sachen kaputt schießen, dafür reicht's. Durchaus. Alter, die braucht doch super lange beim Nachladen, ne? Holy shit. Ich kann die vor allem auch nicht mal pimpen. Not even that. So, hier komme ich noch nicht nach oben, ne? Ne, nichts passiert. Alles kaputt. Okay. Okay. So, was haben wir hier Schönes? 5. Januar. Redneck, Lieferung. Ein Mann, drei Frauen. 28. Januar. Miranda, Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar, der Duke, Geschäftsgespräche. Nun denn. Was haben wir hier Schönes drin? Leer. Es ist so fucking klar. Immer wenn ich irgendwie was brauche, ist irgendwie alles leer. Happy New Year, Freunde. Happy New Year. Das bringt uns alles nichts. Es sieht halt einfach schon schön aus, ne? Es sieht halt einfach wirklich sehr, sehr schön aus. Vor allem das Schöne ist bei so hohen Räumen, ja, ich meine, es ist absolut beschissen zu heizen, aber Vorteil, im Sommer wird es auch nicht so schnell heiß. Ja, wer von euch würde gerne hier im Schloss wohnen? Na? Die Sache ist bloß die, und das wird wahrscheinlich jetzt viele wieder von ihrem Vorhaben abbringen, in diesem Schloss zu wohnen. Ihr müsst den ganzen... Ja, ich wollte gerade sagen, ihr müsst den ganzen Scheiß auch sauber halten. Ja, das ist viel putzen. Ja, und... Also, wäre mir zumindest nicht bekannt, dass es so lange Stäbe mit so... hier Staubwedeln gibt, dass man hier oben überall in die Ecken rankommt. Holy shit. Was meint ihr, so nach ein, zwei Jahren, wie viele fucking Spinnen sich hier in den ganzen Ecken rumtrollen? Die ihr zwar sehen könnt, aber ihr kommt nicht dran. Holla die Waldfee. Ja, holla die Waldfee. So, kann ich hier was gucken? Nö. Okay. Finde der vier Engel Antlitz und du wirst errettet. Und da haben wir schon. Du nach Rose? Die ersten Mistviecher. Also, nicht die Mädels, sondern die Fliege. Hey, Girls! Oh. Ja, wenn man mal vom Mädel flachgelegt wird. Oh. Männliches Blut. Oh.
Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Ja, yeah, hey, it's me. Ist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, hier gibt's ja, ein paar Singles. Jetzt geht's ans fröhliche Saugen. Yeah, feel that. Mm. Ah, die Dimitrescu ist definitiv keine Kostverächterin. Schon definitiv etwas abgestanden. Nicht. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Hey, hey. Vor allem diese Geräusche dabei, yeah. Was soll das? Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Hey, lass mich... Runter! Waffe 4 Sekunden weg, was habe ich verpasst? Stoff für weitere 4 Sekunden. Sorry. Bescheid. Weißt du Bescheid? Ja, ist doch recht gemütlich hier, ne? Ist doch eigentlich super gemütlich. Tut halt nur ein bisschen weh. Ganz bisschen. Oh, also, wer von euch kriegt auch da Sympathieschmerzen? Holy shit. Das tut mir schon weh beim Zugucken. Die sind doch völlig krank. Alter, du hast gerade die Haken einfach irgendwie rausgerissen aus deiner Hand, anstatt die so zu entfernen. Oh. Nur wenn es um Fingernägel geht? Okay, okay. Ja, im Normalfall sind Männer eigentlich auch nicht ganz so empathisch, dass die jetzt dafür so Sympathieschmerzen haben, sondern nur dann, wenn irgendwo Männern ins Gemächt getreten wird, dann kriegt man als Mann Sympathieschmerzen, ansonsten ist einem eigentlich alles egal. Aber in dem Fall mache ich nochmal eine Aufnahme. Das hat mir echt auch so ein bisschen wehgetan, zumindest mal in der Vorstellung. Ganz bisschen. Ah, guck mal, sieht doch schön aus. Guckt euch das mal an hier. Und der Teil hier. Kann man sich draufsetzen und freuen. I don't know. So, Weinglas. Ja, schick. Steht da noch was dabei? Oh, ich bin schon wieder halb am Abnippeln, ne? Weinglas. Lady Dimitrescus blutrotes Weinglas. Wertvoll. Ja, will ich hoffen, dass das wertvoll ist. Warum sonst sollte ich es denn mitschleppen? Ich bitte euch. Nebenbei... Immer fleißig weiter liken auf TikTok. Eventuell wird es dann nach dem Hauf geben auch direkt im Anschluss noch das DLC geben. Ansonsten dann im nächsten Stream. Könnte aber etwas mehr. Ja, etwas. Etwas. Ich glaube teilweise etwas mehr. I think. So, ganze Munition schön alles mitnehmen. Alles easy peasy. Was haben wir hier? Maidens of the Harvest. Mädchen bei der Ernte. Und ich glaube tatsächlich, ja, auch wenn ihr jetzt gerade das so ein bisschen belächelt, von wegen so, ah ja, ist wahrscheinlich, weil die Dimitrescu und ihre Töchter so Blut saugen und sowas. Ja, deswegen ist das. Aber ich glaube tatsächlich, dass unsere Gesellschaft genauso aufgebaut ist. Ja, die Mädels und unten die Typen, die denken, dass sie die Macht haben, aber effektiv eigentlich nicht. Ja, das ist unsere Gesellschaft, meiner Meinung nach. Nee. So, okay. Wir kriechen mal durch den Dreck. Da haben wir unsere neuen Freunde. Ja, die können zumindest nicht verarschen und auch nicht anlügen. Das ist super. So, erstmal wieder alles mitnehmen. Sweet. So, warte mal, war da noch was? Nö, war nichts mehr. Okay, sweet.
Sieht er im Prinzip auch nicht schlecht aus. Aber ist vielleicht sogar schon vergeben, weil er hat schon ein Kind. Vielleicht ist es ja auch nicht ihr Kind. Man weiß das nicht. Man weiß das nicht. You never know. Was gibt's heute? Du hast es schon sehr gut erkannt. Es ist Resident Evil 8. Und das gibt's auch heute. So. Auf Veteran mit einem neuen Spielstand. Oh yes. Oh, warte, warte, warte. Jetzt muss ich wieder meine krasse... Oh yeah. Ey, ganz im Ernst. Also ich glaube, da laufe ich lieber mit der Pistole rum, oder? Wobei... Tatsächlich macht die ein bisschen mehr Schaden als die Pistole, aber die Pistole ist halt einfach die absolute Anfangswaffe. Dementsprechend gar nicht mal so heftig. Hm. Okay. Hallo? So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos Umsehen. Brauchst du irgendwas? Der kennt sich aber schon ziemlich gut aus mit den privaten Gemächern der Hausherrin, aka Alcina Dimitrescu. So, braucht man noch was? Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Ja, that's what she said. Ja, ein Glück, dass du kommst. Ich werd schon wund. Was? Kurz mal. Wobei, nee. Erste Hilfe verkaufe ich nicht. Das brauche ich aber so heftig, Freunde. Aber ich könnte eventuell gleich was pimpen. Bisschen was pimpen? Pimpen wäre bestimmt nicht verkehrt, ne? So. Ja, so können wir es machen. Klimpergeld. Was machst du heute? Du hast es doch schon sehr, sehr gut selbst erkannt. Ich schließe jetzt auch erweiterte Waffenmodifikationen an. Resident Evil Village. So, hä? Wird es wahrscheinlich erst später komplett pimpen können, ne? Ach nee, oder es geht erst... Ah, okay, nevermind, es geht wahrscheinlich erst weiter, wenn ich hier schon einmal gepimpt habe. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Beim 110, das ist auch jetzt nicht so die Welt, ne? Ich glaube, ich spare erstmal, Freunde. Wir gucken erstmal, wie gut wir damit... Beinbruch. Ja, du auch. Also, falls da überhaupt was gebrochen werden kann. So, kurz einmal drüber speichern. Warte mal, wo haben wir es denn jetzt eigentlich gehabt? Das war der hier, ne? Okay. Und Gigri, alles super. Ich hoffe, bei dir auch. So! Das Stöhnen vom Duke. Sehr schön. Oh, jetzt sieht er einfach wirklich sehr, sehr schön aus, oder? Oh. Ja, die ist sogar. Also ganz im Ernst, wenn man Bedienstete hätte, die effektiv so für Sauberheit und sowas zuständig wären, dann ist das halt echt schon geil. Ja, so leben die Windsors wahrscheinlich im Buckingham Palace. Oh, das ist schön. Das ist schön. Ja, für alles hast du irgendwelche Leute. Für alles. That's cool. Oh. So. Was haben wir? Wir haben nichts hier drin. Ja, Happy Birthday. Make a wish. Gab's hier noch irgendwie? Nichts, okay. Ja, Freunde. So, oh, das wollte ich nicht. Okay, alles cool. Wir haben ja eh unendlich Munition, also von daher ist es nicht ganz so schlimm. So, was haben wir hier? Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Alcina Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonders reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguis Virginis, Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Na Mensch, dann wissen wir doch auch jetzt ganz genau, was hier reingehört. Ja, okay, wissen wir vielleicht nicht ganz genau, aber da kommt dann effektiv die Weinflasche rein. Nee. Verklickt, durchaus möglich, wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein. Ja, I promise. Liegt mit Sonnenbrand im Urlaub, dann schon mal, also nicht Gratulation zum Sonnenbrand, sondern zum Urlaub. Genieß ihn, falls es noch geht, aber ich hoffe sehr. Alles First Try, sowieso, ich bitte euch. Jeder, der was Gegenteiliges behauptet, der... hat keine Meinung verdient. Ganz einfach.
So, einen Moment. Ich muss kurz einmal hier im Inventar schauen. Ring mit röstrotem Auge. Ein Edelstein in Form eines Auges ist lose in diesem Ring eingebracht. Er ließe sich sicher leicht entfernen. Also ist ein bisschen für Dummies gemacht, ja. Also falls ihr nicht wisst, okay, muss ich den hier vielleicht noch ein bisschen genauer beobachten. Deswegen steht extra lose. Und da kann man das röstrote Auge herausnehmen. Und den Ring kann ich nicht mehr behalten, um den vielleicht beim Duke zu verhökern? Hat der keinen Wert mehr gehabt? Okay, fuck it. Naja, sieht auch schon wieder toll aus. Die hat schon wieder, Alter, die hat schon wieder drei Blagen. Ja, wir haben das Auge genommen oder den Ring genommen von der einen, wo die nur einen Blag hatte. Und hier hat die schon drei Blagen. Holy shit. Aber es glaube ich nicht dieselbe. Chris wieder das, ja, hallo, wenn es ums Überleben geht, auf jeden Fall. Bitte euch. Ein Ring, um sie zu knechten, yes. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fesse Warte mal. Dich, schlitz dich auf. Oh, wait. Und sehe einfach zu. Ach. Du tot oder ein bisschen AOE-Schaden, glaube ich, macht das. Oh, Scheiße. Du wirst eine tolle Dekoration für den Saal. So ist es. Das gut. Stimmt allerdings, ja. Das stimmt. Hält die einfach viel aus? Oh Gott. Ja, also tatsächlich kann man die jetzt noch gar nicht umbringen. Oh, warte mal. Gruselig. Seht ihr das da? Excuse me. Warte mal, hier vorne war noch was. Hier. Ah, Kristallfragment. Guck mal, sehr schön. Was man nicht alles so mitbekommt, wenn man mal einen Blick zurückwirft. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Okay. Kann ich hier aufmachen? Und? Lauf mal. Das ist ja schon echt fancy, ne? Ich meine, das ist super ekelhaft, aber irgendwie auch schon fancy. Also der Weg und das Mittel der Fortbewegung. Na, du kleine süße Maus, du! Reflex, sorry. Kommt jetzt komplett mit, ja, ne? Kann ich hier nochmal aufmachen? Nö. Na, wo bist du? Na, du zuckersüß. Ah, Dankeschön. Okay, whoa. Hello. Oh, hi. Ich muss aufpassen, ich bin so schon fast tot. Okay, ich gehe weiter. Ich darf nicht so viel rumspielen, sonst bin ich gleich tot. Das wäre durchaus Kacke. 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Okay, ich glaube, ich spreche gerade wieder für eine Frau. Dementsprechend kurz mal eben wieder meine Mädelstimme. Die Herren und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Allein das wäre mir schon Grund zur Sorge oder Anlass zur Sorge genug, oder? Wenn irgendwie außer Kalten heraus einfach irgendjemand sagen würde so, nein, wir beißen nicht, alles gut, wir beißen nicht. Wir beißen, nö, ach Quatsch. Die Zähnchen, nee. Wir schlürfen nur ein bisschen Süppchen. Ja, alles cool. Das war schon etwas merkwürdig. Ach. Dankeschön. 23. Juni 1958. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendetwas falsch gemacht und die Comtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Ja gut, wenn es verdient hat, ich bitte euch. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch diese Gänge spuken. Ich will nach Hause. Ja, ist okay, bitte beruhigen Sie sich. 8. Juli 1958. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet, wirklich nur einen Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien, alle drei. Ich soll das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Kannst du total nachvollziehen, ja? So im Sommer, mach mal Fenster auf. Wobei, tatsächlich, wenn man das Fenster aufmacht, am besten noch, wenn draußen pralle Sonne ist, dann macht es natürlich die Sache nicht kühler. Eine schöne weibliche Stimme. Ja, I try my very best. I do try at least. But thank you. Thank you. Oh, guck mal.
Na, gönnst du dir ein Weinchen? Wobei, also tatsächlich, wenn man ja trinkt, dann kommt es ja zum einen so ein bisschen auf die Gewohnheit drauf an und natürlich auch auf die Körpermasse. Dadurch, dass sie so groß ist, wird ja wahrscheinlich auch eine gewisse Masse mit sich bringen. Wie viel müsste die wohl trinken, um besoffen zu sein? Gleich eine ganze Pulle. Ja, ich wollte gerade sagen, also eine ganze Pulle ist für sie wahrscheinlich wie so ein Fingerhut voll. I don't know. Ist wie ein Glas? Vielleicht. Maybe. 3 Liter Wodka, ja. Und dann dachte sie so, oh, ich merke ein bisschen was. Wobei da vorne war noch ein bisschen Munition. Nehmen wir auch mit. Let's take it. Let's take it. Ich sage ja, wenn man das auf Veteranen spielt und dann ohne unendliche Munition, das ist dann halt echt ein bisschen Kaka, ne? Muss man jetzt mal so sagen. Happy New Year, Freunde. Happy fucking New Year. So, Rätsel. Aber man steht ja auch... Ah, hier. Trust in Light. Vertraue dem Licht. Das war jetzt ein bisschen hell, ne? Das war... What? Hey! Ah, okay. Alles cool, Freunde. Alles cool. Das ist auch ein geiler Mechanismus, oder? Das ist schon ein geiler Mechanismus. Keine Frage. So, hier haben wir wieder meinen Hobbyraum. Ja, also eigentlich mein Hobbykeller ist ein bisschen abgetrennt. Ja, falls ich mal ein bisschen mehr Besuch da habe. Ja, jeder findet da seinen Platz. Jeder fühlt sich willkommen. Ja, gut, fühlen willkommen ist eine Sache, aber jeder wird willkommen geheißen. Zumindest ist es mal das. Hobbykeller ist am... Yes. Ja. Kann man alle möglichen Sachen machen, Freunde. Ja. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Zumindest mal meiner. So, bestanden. Irina, Michaela, Lois und Ingrid. Abgelehnt. Dendora, Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melina, Astrid, Ludmilla, Rosalinda, Lina, Stefana und Gabriella. Yes, thank you. Na gut, das ist noch ein Gast aus der letzten Session. Der schöne Hobbykeller, der Urlaub war schön. Kann man nur empfehlen, ja, ich wollte gerade sagen. Ja, 5 von 5 Sternen. Mindestens. Mindestens, Freunde. Irina, gesunder Appetit. Michaela, gesunder Appetit. Lois, gesunder Appetit. Ingrid, instabil, teils übertrieben aufgeweckt. Ja, ADHS, mindestens. Kleiner Spaß. Einfach aus Prinzip, Freunde. Einfach aus Prinzip. Ich muss noch weiter looten. I have to loot a little. Es ist immer schön, wenn man überall das Gestöhne hört, ne? Aber man weiß nicht von wo. Und wie viele. You never know. Metallreste. Hä? Metallreste sind was anderes als rostige Reste? Okay, jetzt brauche ich 2 Sachen noch. Moment. Und es hat ihn einfach fucking normal nicht gekillt, ne? Guck dich mal an. Aber es macht AOE-Schaden. Das ist halt echt nicht verkehrt. Alter, was ist denn das für eine Clownswaffe? Ich muss die trotzdem 20 Mal beschießen? Guck dich mal an. Yo, dann noch ewig nachladen. Yo. Bleib unten, du. Alter, aber richtige Clownswaffe, du. Raketenwerfer. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, oder? Wobei, ich darf nicht zu laut sein. Die meisten Mädels denken wahrscheinlich dasselbe, wenn sie mich mal treffen. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Oh Gott, hi. Schön in den Kopf. So, nehme ich auch noch mit. Rohrbombe, sehr schön. Na, könnt ihr noch was? Lass mal alles mitnehmen. Eine ist für normale Munition, andere für... Ah, okay. Haben wir gefallen. Yo! Also ich muss ehrlich sagen, die Waffe ist kacke. Ne, wir gucken, dass wir eventuell beim Dude dann nachher nochmal wechseln. Vielleicht so eine MG oder so ein Shit. So ein Sturmgewehr. Glaube ich ein bisschen krasser. Von hinten? Wo? Ach, da drin? Ah, hi.
Moment, ich muss da mal looten. Ingrid Salzkette. Ja, wer auch immer Ingrid ist. Ingrid? Is it you, Ingrid? Ja. Ja, ist. Guck mal, ich hab auch schon ein Plumpsklo. Loch. Whatever, glaube ich. Oh, hi. Ah, hast du deine Waffe verloren? Oh, was macht denn der, wenn er seine Waffe verloren hat? Was macht er denn jetzt? Ja, okay, einfach ohne Waffe weiterlaufen. Man hätte sich auch denken können. Ich schieße dir den Schritt. Wolfbane? Wolfbane ist einfach eine geile Waffe. Gebe ich dir recht, die sieht aber auch echt stylisch aus. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, die sieht halt einfach super stylisch aus. Er springt dir mit dem Nacken. Ja, ist auch möglich. Mit dem nackten Po ins Gesicht. So habe ich es am liebsten, Freunde. Ja. Punkt. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Das ist jetzt die andere. Für mich sehen die so ein bisschen ähnlich aus. Deswegen, ich weiß immer jetzt nicht, wer jetzt hier gerade da ist. Aber ich glaube, die andere hatte rote Haare, ne? Ich glaube, daran kann man es, glaube ich, recht gut erkennen. Süße Unschuld. Also, ja, ich bin Jungfrau. Ach, starkes männliches Blut. Das auch. Oh, oh, hi. Woo! Ich muss echt aufpassen, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Habe ich eigentlich noch genug zum Heilen? Grüße. Tschüss. Dich gibt es zum Abendbrot. Aber auch Brot gibt guten Stuhlgang. Schluss mit den Spielchen. Bitte beruhigen Sie sich. Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Deine Kugeln können mir nichts an. Okay. What the fuck? Du dreckige Missgeburt! Ja, es hing jetzt gerade ein bisschen hinterher. Oh Gott. Kann ich hier wieder durch? Lass mich in Ruhe, du Stinkerina, du. Wo ist die? Was? Mein Körper zerfällt. Oh ja, oh Gott. Wait a second. Ich fühle keinen Schmerz. Das ist gut. Dafür wirst du büßen. Gute Voraussetzung. Du Bastard. What? Ja gut, ich bin eh nicht so der kirchliche Typ. Du hast es uns herauszufordern? Oh Gott, lass mich in Ruhe. Nicht so. Das kann nicht sein. Ist jetzt langsam tot? Nö. Oh. Einzige Positive ist, mit der Waffe jetzt, dass wenn man daneben schießt und die gerade irgendwie in der Wand oder an irgendeinem Objekt steht, man trifft trotzdem, weil AOE und so. Das ist das einzige Positive. Oh, ist mal alles looten hier, Freunde. Looten! Bis die Finger bluten. Ja. Hier kann man bestimmt auch die militante Veganerin zu einladen. Kleiner Spaß, bitte beruhigen Sie sich. Schon wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Suppe ver... Ich glaube, ich brauche schon wieder meine weibliche Stimme, weil effektiv arbeiten hier nur Mädels. Also, bis auf den Duke, aber der arbeitet ja nicht hier, der ist ja nur ab und zu Besuch. Also, schon wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einem da unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr sehen. Sie war nur Haut und Knochen und hat an einem Rattenkadaver genagt. Ich vermute, ich bin die Nächste. Okay. Good to know. Sehr gut. Vor allem, warum lag die jetzt da drinne? Wurde die gerade frisch abgefüllt? Weil oben im Text stand schon drin, von wegen so, ja, eine ganz besondere Flasche hat ja mit diesen Blumenornamenten. Hat sie jetzt frisch hier abgefüllt oder was war jetzt hier der Plan? Trinken, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Vielen Dank dafür. Thank you very much. Thank you very much. I really do appreciate that. Oh, lass mal looten. Looten. Lalalala, looten. Bitte? Ah, rostige Reste.
War das schon immer da? Muss ja, oder? Okay, ich hab keinen Dietrich mehr, Freunde. Ah, okay. Wow, Mensch, nice. Was ein Service, ja? Wenn du einen Dietrich brauchst, dann wird dir einer gegeben. Thank you. So, was haben wir hier Schönes drin? Engelstatue aus Holz. Ja gut. Die hat bestimmt einen ultra krassen Wert. Ah, warte mal. Das springt halt überall hin und macht dann halt da überall nochmal Schaden, wo es halt hinspringt, ne? Ah, okay. Also wäre es sinnig, vielleicht einfach auf den Boden zu schießen, immer wenn Gegner da sind, vor allem mehrere Gegner. Ah, now I know. Ja, man muss halt einfach nur wissen, wie man die Waffen richtig einsetzt. Man sollte sich nicht drüber beschweren, dass die einfach nur Kacke sind, sondern einfach nur gucken, wie man die eventuell sinnvoller einsetzen kann. Ah, was du bescheid. Hello. Wobei, ich gehe trotzdem noch mal zum Duke, weil ich glaube, andere Waffen sind dann doch geiler, oder? I think so. Freunde, das Like nicht vergessen. Push the button. Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Nice. Biete jetzt auch Mädels an. Oh, nice. Yeah. Good job. Oh, yeah. Oh, ja, er hat es gerade zugegeben, Freunde. Oh, what are you buying? Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Ich wollte gerade sagen, what are you buying? Das ist plötzlich auf englische Sprachausgabe umgeswitcht. Wobei die... Nee, stopp, die kann man nicht irgendwie kombinieren. Never mind. Das kann man aber verkaufen. Das auch nochmal. Behalte ich die jetzt oder packe ich die? Ich glaube, ich behalte die nochmal kurz. Ich finde die trotzdem kacke. Rohrbombe auch nochmal weg. Wobei, eine Rohrbombe brauche ich tatsächlich, ne? Für später so. Könnte ich jetzt anbringen an der Lemi oder ich lasse bleiben? Erhöht die Feuerkraft beträchtlich. Ja, okay, wir verkaufen erstmal das, was wir jetzt gerade ausgewählt haben. Mal, wenn ich das jetzt hier anbringe. Hä? Warte mal, wie kann ich das machen? Nee. Hä? Nein, ich will was anbringen. Wie kann ich denn da. Wie ging denn das? Oder muss ich zuerst hier irgendwie was. Muss ich das fertig machen und dann kann ich die erst. Oh, ich weiß es nicht. So eine einfache Modifikation. Das wollte ich gar... Oh, shit. Ah, jetzt kann ich natürlich... Ah, fuck. Das ist jetzt kacke, Freunde. Das war jetzt gar nicht mal so gewollt. Ah, was nehmen wir denn da? Die kann ich tatsächlich noch aufpimpen. Die nicht mehr. Die ist halt schon ziemlich krass, ja. Das ist ähnlich wie die Wolfsbane halt, ne? Ich weiß nicht, ob... Chris hat sich... Ja, it happens. Was wird gerade gespielt? Das ist Resident Evil 8 Village. Das Hauptspiel. Was nehmen wir? Nehmen wir hier die, wie heißt denn die? Hand Cannon, PZ, oder nehmen wir die WCX, Sturmgewehr? Was nehmen wir? Was wollt ihr lieber sehen? Wir müssen einen auf John Wayne machen oder lieber einen auf, keine Ahnung, Elite? Weil das tatsächlich ein bisschen krasser ist, oder? Sturmgewehr? Wird ihr krasser? Das können wir halt noch aufpimpen, ne? Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. John Wayne, Sturmgewehr. Okay, Sturmgewehr. Aha. Okay. Vielleicht können wir es jetzt direkt aufpimpen. So, guck mal, haben wir jetzt schon. Oh, 43.000. Okay, fuck it. Ich hätte doch das andere kaufen sollen. No way. Die Frage ist jetzt. Du weißt, ich bin Geschäftsmann. Ja, komm, halt. Beachte mich gar nicht. Hals- und Beinbruch. Das war jetzt ein bisschen kacka, weil ich dachte jetzt echt. Dass es ein bisschen günstiger ist. Vor allem die Schussfolge ist auch gar nicht mal so schnell. Verschwenderisch mit deiner Munition um. Sonst was. Salami Bar auf gerade, bitte beruhigen Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich. Alten Spielstand laden? Nö, ach Quatsch. Pff, als ob. Als ob, Freunde. Wir speichern. Hä? Warte mal. Ach, wir sind schon 2 Stunden dran und wir haben gefühlt noch nichts erreicht? Ja, es kann auch lustig werden, Freunde. Das kann. Ja. Awesome. Ja, also es könnte noch ein etwas längerer Abend werden. Ihr dürft euch freuen. Ich hoffe, ihr habt genug Snacks dabei. Genug zu trinken dabei. Und genug Strom auf euren Endgeräten. Das wäre schon wichtig. So, dann packen wir mal die Flasche hier hin. Bis Flasche leer. Wird eine lange Schicht, durchaus.
So, Sesam öffne ich. Das finde ich halt immer ziemlich fancy. Also, falls das vorhanden ist, so Geheimgänge in so Schlössern oder generell Anwesen. Steckdose regelt, sehr gut. That's the spirit. So, das haben wir schon alles. Jetzt haben wir Schlüssel für den Hof. Ja, jetzt können wir den Mädels erstmal ordentlich den Hof machen. Wobei, ein Mädel haben wir jetzt ja schon, Verschleiß.